Herzlich willkommen, liebe Tester-Community, zu einer neuen Folge der Agile Testbar. Heute zum zweiten Mal zum Thema, wie ich Testautomatisierung lernen würde, wenn ich von Null starte. Wir sind heute hier der Markus und der Dario. Und wir haben auch heute zu Gast Pascal Moll. Hallo. Schön, dass du gekommen bist, Pascal. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, wäre es gut, wenn du nochmal kurz uns sagen könntest, was uns heute in der Folge erwartet. Ja, heute sprechen wir über das Thema Ausbildung, wenn ich in den Bereich Testautomatisierung einsteigen würde, also Do's und Don'ts und überhaupt die allgemeine Karriere davon. Bevor wir da jetzt weitermachen, Pascal, du hast zwar letztes Mal schon mal kurz zu dir was gesagt, aber vielleicht für die, die die Folge noch nicht gehört haben, kurz zu dir noch was. Ja, ich bin Freiberufler, wurde 2021 auch mit dem zweiten Platz beim Freiberufler des Jahreswettbewerbs ausgezeichnet, bin jetzt seit über 20 Jahren in der Softwareindustrie tätig und davon 10 Jahre als Software-Tester und außerdem bin ich auch Trainer für Cucumber und Selenium-Schulungen. So Pascal, die erste Frage für heute, welche Ausbildung oder Zertifizierungen sollten deiner Ansicht nach gemacht werden oder welche hast du schon? Zertifizierungen sind so eine Sache. Also ich denke, dass die ISTQB Foundation Zertifizierung ganz sinnvoll ist, einfach um mit den Kollegen vom Gleichen zu reden, also das gleiche Vokabular zu verwenden und so, dass auch jeder weiß, von was er spricht. Ich selber bin auch ISTQB Advanced zertifiziert und zwar den Technical Test Analyst und den Test Automation Engineer. Bin ich mir selber nicht so ganz sicher, ob das so ein Must-Have ist an der Zertifizierung. Ich meine, mir persönlich hilft es schon, weil es eben in den Ausschreibungen gesucht wird und man kriegt auch nochmal das entsprechende Know-how mit. Aber das könnte ich mir auch außerhalb von diesen Zertifizierungen aneignen. Jetzt kommen wir mal zu dem, was ein Testautomatisierer im Berufsleben macht. Welche Stellenprofile gibt es da? Es wird häufig danach verlangt, dass man entsprechendes Tooling mitbringt. Also der Klassiker ist eben Selenium, das wird sehr häufig angefragt. Oder eben für API-Schnittstellen irgendwie WireMock oder SOAP UI, so diese klassischen Dinger, die man irgendwie häufig antrifft. Vom Stellenprofil her selber, das ist eigentlich relativ bunt gemischt. Man soll entsprechende Ausbildung mitbringen. Meistens sind es irgendwelche Senior-Anfragen, die ich bekomme. Und Programmierkenntnisse sind immer gewünscht und dann entsprechendes Know-how für die einzelnen Tools, die eingesetzt werden. Es gibt auch noch häufig die Anfragen speziell nach irgendwelchen Kategorien, also beispielsweise Security-Tester oder Test-Automation-Engineer, dann eben speziell Oberflächen oder eben vertieft in Performance, wo es dann darum geht, halt Performance-Probleme aufzudecken und eben auch die Lasttests durchzuführen. Also da gibt es schon unterschiedliche. Welches Mindset sollte ein Tester mitbringen? Also ich denke, der Tester sollte nicht das Ziel mitbringen, die Software kaputt zu machen, sondern die Software zu verbessern. Also klar geht es darum, Fehler zu finden, aber auch eben die Fehler zu beheben. Und so, wenn der Tester die Fehler gefunden hat, sollte er das mit dem Entwickler auch kommunizieren und so, dass dann beide nachvollziehen können, wo ist das Problem. Also ich hatte das in der Vergangenheit schon öfter, dass den Entwicklern gar nicht bewusst war, was das für ein Fehler ist und wie der zustande kommt. Und dann muss man eben gucken, dass man das alles nachvollziehbar gestaltet und auch so mit denen bespricht, wie man da rangehen kann. Wann macht denn jetzt Testautomatisierung keinen Spaß? Also was ist so eine Situation, die du dir als Testautomatisierer lieber nicht wünschst? Also keinen Spaß macht das dann, wenn man, ich sag jetzt mal, ausgegrenzt wird von dem Team. So, wenn man dann so in die eigene Ecke irgendwie geschoben wird, dann sagst du, ja, die Tester und so weiter, ja, wir entwickeln jetzt erstmal und dann, wenn wir da fertig entwickelt haben, dann lassen wir die da ran und die sollen dann mal gucken, wie das irgendwie geht. Wenn man da irgendwie nicht mit dem Team zusammenarbeiten kann, sondern irgendwie so in seiner eigenen kleinen Insel ist, dann macht das definitiv keinen Spaß, weil man auch einfach Informationen nicht bekommt, die man bräuchte, um mit seiner Arbeit weiterzukommen. Ja, was ich auch erlebt habe, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, dass eben wenn Testautomatisierer Fehler finden, die aber jetzt selber gar nicht so richtig einordnen können und die dann einfach liegen bleiben und keiner sozusagen da
das ernst nimmt, was man da gefunden hat. Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Da bleiben dann Fehlertickets lange liegen und dann werden die Fehler in Produktion übernommen. Der Kunde beschwert sich und dann kommt am Ende, ja, wieso wurde das denn nicht richtig getestet? Dann steht man halt immer da und weiß auch nicht so genau, was man dazu sagen will, weil man will ja auch nicht irgendwie den schwarzen Peter den Entwicklern zuschieben. Was sind so deine Tipps für das erste Projekt, was man auswählt? Sollte es besser groß oder klein sein? Tatsächlich so eine gute Mischung. Also es sollte nicht so komplex sein und auch nicht irgendwie kritisch fürs Unternehmen. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt da irgendwie keinen Fehler nicht finde oder so, dann bricht alles zusammen. Also das sollte nicht irgendwie kritisch sein und es sollte aber auch nicht trivial sein. Also ein Hallo-Welt-Programm als erstes Projekt zu nehmen, ist halt irgendwie unsinnig. Irgendwie so eine Mischung, ja, eine gewisse Komplexität, aber auch eine gewisse Größe, so dass man eine Automatisierung sinnvoll umsetzen kann, um auch einfach den Mehrwert zu sehen. Oft beginnt das Ganze ja mit einem Prototypen, den man dann irgendwie weiter aufbaut oder wo man dann zeigen kann, so, da soll es hinführen. Wie wichtig sind denn Fehlerkultur und Lernprozesse für den Anfang? Also regelmäßige Retros zum Beispiel oder eben Fehlerdiskussionen? Finde ich sehr wichtig und dabei sollte halt auch die Meinung von allen gewertschätzt werden. Also eigentlich gibt es keine dummen Fragen und es gibt auch keine dummen Meinungen in dem Fall. Da sollte einfach jede Meinung berücksichtigt werden, weil sich sonst die Leute irgendwann nicht mehr trauen, da irgendwas zu sagen. Also so Fehlerkultur ist ganz schwieriges Thema. Das wird auch, ja, ist immer noch problematisch in vielen Unternehmen. Aber da sollte halt einfach die Meinung von jedem gewertschätzt werden, weil auch einfach mehrere Blicke darauf geworfen werden können. Die IT-Welt entwickelt sich ganz schnell und das ist so das Problem von meisten Entwicklern, wahrscheinlich auch den Testern, dass sie nicht einfach auf dem Ball bleiben können. Was würdest du da empfehlen? Was sollte man da tun? Also genau, das ist definitiv ein Thema. Ja, die jeden Tag kommen nämlich neuen Tools und irgendwelche neuen anderen Werkzeuge oder irgendwelche anderen Prozesse, die man irgendwie verwenden könnte. Da würde ich einfach Prioritäten setzen und entsprechend schauen, was kann ich in meinen Prozess integrieren? Was macht für mich Sinn? Was passt auch? Also mit welchem Werkzeug fühle ich mich auch wohl? Wenn jetzt ein neues Werkzeug auf den Markt kommt und die Bedienung gefällt mir halt absolut nicht, dann verwende ich das auch nicht. Bringen denn deiner Meinung nach Konferenzbesuche oder Mitarbeit in Communities was? Finde ich schon. Es ist auch sehr hilfreich, sich einfach mal mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen und die Erfahrungen abzugleichen. Also man kann nicht alles wissen. Und es wird immer jemanden geben, der in irgendeinem Bereich mehr Erfahrung hat. Und einfach dieser Austausch, den finde ich enorm wichtig und den habe ich auf Konferenzen schon oft wertgeschätzt. Du hast ja schon im vorherigen Podcast erwähnt, dass du einen Mentor hattest. Jetzt konkret für diese Frage, wie könnte man den Beginn für Einsteiger leichter machen? Würdest du dann Mentoring empfehlen, Coaching? Ich finde das eine gute Sache. Also wenn sich die Option ergibt mit einem Mentor und wenn ich jemanden habe, der mir mit seiner Erfahrung zur Seite stehen kann, finde ich das auf jeden Fall eine sinnvolle Sache und es bietet sich auch an, weil man einfach leichter in die Thematik einsteigen kann. Und garantiert wird es das ein oder andere Problem auf dem Weg geben. Und klar sollte man erstmal selber versuchen, das Problem zu lösen, aber es wird oft irgendwann sein, dass man dann eine gewisse Frustration dabei erleidet. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch ja problematisch wird für den einen oder anderen und deswegen sich da irgendwie Hilfe zu suchen, macht den Weg doch einfacher. Also wir haben uns jetzt mit dem Thema Testautomatisierung, Lernen, Ausbildung, Begleitung beschäftigt. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch auf die ISTQB-Schulung der Kitera hinweisen, auf den Foundation-Level-Kurs und den Automation Engineering. Was hältst du selbst von diesen Schulungen? Also ich finde die Schulungen im Generellen eigentlich sehr gut, weil es einfach Wissen vermittelt und das wird sehr kompakt gemacht. Ob es jetzt ein Must-Have ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Grundsätzlich sind die Kursmaterialien auch online verfügbar. Also ich könnte mir auch den entsprechenden Syllabus selbst durchlesen und die Themen selber durcharbeiten. Ist aber oftmals auch schwieriger dadurch einfach, weil ich niemanden habe, wo ich bei Unverständlichkeiten fragen kann. Das ist also definitiv ein Vorteil von entsprechenden Schulungen. Du bietest ja selber auch Schulungen an. Vielleicht möchtest du dazu noch was sagen. Genau, ich biete Selenium-Schulungen an. Das ist ein 2-Tages-Kurs. Die entsprechenden Inhalte sind auf meiner Webseite verfügbar, pmo-it.de. Außerdem biete ich auch noch die Cucumber-Schulungen an. Ist ebenfalls ein 2-Tages-Kurs. Und mehr Informationen gerne bei mir anfragen. Ja, wir haben uns jetzt in 2 Folgen mit dem Thema
ich Testautomatisierung lernen würde, wenn ich von null anfange, beschäftigt. Und ich denke, wir haben hier einen guten Überblick gewonnen. Pascal, vielen Dank, dass du uns hier zweimal zur Verfügung gestanden hast und mit deinem Wissen und deinen praktischen Erfahrungen Tipps geben konntest. Dario, vielleicht auch nochmal von dir. Genau, vielen Dank, Pascal, für dein Wissen und deine Ehrlichkeit. Wir schätzen es sehr und hoffentlich auch unsere Zuschauer. Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Und ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge der Agile Testbar.